Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Mein Name ist Edgar Geffroy. Ich bin seit 36 Jahren Unternehmensberater, Buchautor und Redner. Ich habe mehr als 4000 Vorträge gehalten, 29 Bücher geschrieben. Sie kennen vielleicht eines meiner bekanntesten Bücher. Das Einzige, was stört, ist der Kunde. Clienting ersetzt Marketing und revolutioniert das Verkaufen. Wir haben uns mittlerweile darauf spezialisiert, für Unternehmen Zukunftsstrategien zu entwickeln. Deswegen sehen wir die Corona-Krise als eine Chance für Unternehmen, neue Wege zu gehen und gemeinsam mit den Mitarbeitern und den Partnern und Kunden in dieser digitalen Ära auch eine eigene Strategie zu entwickeln, mit der sie sich von allen anderen abheben können. Deswegen sind wir mittlerweile zu 70% projektbezogen unterwegs und begleiten Unternehmen über mehrere Monate auf dem Weg dorthin, das umzusetzen. Wir haben es gerade zu einem sehr bekannten Konzern gemacht, der einen disruptiven Wandel gerade vollzogen hat und begleiten ihn auf diesem Weg dorthin. Wir haben mit meinem letzten Buch, Das Ende der Geschäftsmodelle, so ist der Titel, haben mich versucht, schon vor 2 Jahren wachzurütteln. Ich wollte das Buch ursprünglich nennen Schlaraffenland ist abgebrannt. Mein Verlag sagte, auf keinen Fall können wir das so nennen. Dann wollte ich das Buch nennen, Die Zufriedenheitsfalle. Auch das wollte mein Verlag nicht. Dann kam raus, Das Ende der Geschäftsmodelle. Und in diesem Buch wird genau beschrieben, warum Unternehmen neue Wege gehen müssen. Ich habe nicht die Corona-Krise vorausgesehen. Ich habe nur gewusst, dass wir in eine wirtschaftliche Krise hineinlaufen werden und dass jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein es ist, gezwungen ist, diese neuen Wege gehen zu müssen. Das ist das, was wir anbieten und wir haben auch ein neues Konzept, denn wir sehen Experience, also Erfahrung, als eine Basis, um Innovation und Disruption zu entwickeln, weil wir überzeugt davon sind, dass aus der Erfahrung, die in den Köpfen der Mitarbeiter und in den Köpfen der Kunden ist, etwas Neues entstehen kann, wenn wir nur bereit sind, dieses zu aktivieren. Ich nenne das Brain Data als eine riesige Chance. Das heißt also, die Entwicklung von Zukunftsworkshop ist ein ganz zentrales Thema unserer Arbeit mit den Unternehmen. Und wir werden im Herbst mit einem weiteren zentralen Thema kommen. Wir möchten schlicht und einfach den Vertrieb revolutionieren, weil wir sehen auch mit der gleichen Basis, auf Basis von Experience, dass der Vertrieb auch nicht mehr so weitermachen kann wie bisher und dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen können, wie sieht denn die Zukunft des Verkaufens letzten Endes aus. Auch da helfen unsere Erfahrungen und wir werden auch diese Unternehmen dabei begleiten, wie sie das Thema Vertrieb vielleicht zukünftig völlig anders sehen können. Das heißt, wir haben 2 große Schwerpunktthemen, die Entwicklung von Zukunftsstrategien für Unternehmen und wie der Vertrieb letzten Endes davon profitieren kann und einen neuen Weg gehen kann. Und wie machen wir das? Wir machen das in Form von klassischen Vorträgen. Ich habe es ja schon gesagt. Ich habe aber bereits vor 20 Jahren die ersten Webinare gegeben. Und damals haben sie sogar geglaubt, der Begriff Webinar wäre von mir gewesen. Ich hatte damals schon hunderte von Teilnehmern gehabt. Deswegen bin ich seit dieser Zeit ein totaler Fan davon, wie man über diese digitalen Wege die Menschen erreichen kann. Und heute bieten die neuen Techniken ganz andere Wege, interaktiv zusammenzuarbeiten. Wir führen mit unseren Kunden Breakout-Sessions durch, wo wir Zukunftsworkshops online durchführen und wo wir das alles miteinander kombinieren. Das heißt, mein Angebot ist, lassen uns gemeinsam an der Zukunft arbeiten, gemeinsam die Möglichkeiten nutzen, ob das klassische Vorträge sind, ob das Online-Vorträge sind, ob das eine Kombination sein wird oder ob wir gemeinsam mit Breakout-Sessions arbeiten können. Überlegen Sie einmal, welches Potenzial wir auf die Straße bringen können, wenn Sie ein neues Produkt launchen, wie wir gemeinsam daran arbeiten können, viel schneller online und offline reagieren zu können. Sie merken, ich bin von den neuen Möglichkeiten dieser Welt fasziniert und bin froh, dass es überall angekommen ist, wenn selbst unsere Großmutter mit den Kindern per FaceTime ein Video haben kann, dann sollten wir verstanden haben, dass das ein gigantisches Potenzial für uns alle darstellt, wenn wir nur bereit sind, die Chancen, die sich uns jetzt bieten, zu sehen. Vielleicht können wir uns eines Tages genau und konkreter darüber unterhalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.